Oh, es ist dunkel. Guten Morgen. Was ist 7:28 Uhr? Und ich kann auf der Kaffeemühle Zither spielen. Und so sieht es aus. Wir wollen hier nur nicht. Und wir haben so schönes Bergwetter heute. So sieht es aus. Das ist meine Aussicht hier. Eher verhangen. So. Da hinten, wenn man blau, dann sieht man jetzt gerade nicht. So, jetzt starten wir tatsächlich. Wir haben uns angezogen und da hinten wartet der Herbstwald. Heute gehen wir da hinten hoch. Und ich hoffe, dass man da oben hier eine wunderbare Aussicht hat in diese Richtung auf den Mont Blanc. Gestern waren wir da hinten und von da hatte man auch eine super Aussicht. Aber hier hinten, jetzt seid ihr ein bisschen verwirrt, hier oben ist ein Gletscher. Und den wollen wir uns ein bisschen aus der Nähe anschauen. Und wenn wir hier diesen Gipfel in der Mitte nehmen, haben wir die Aussicht auf den Mont Blanc und auf diesen Gletscher, den wir nicht wissen, wie er heißt. Aber das ist bestimmt spannend. Leider ist er halt ein bisschen bedeckt. Ich hoffe, die Fernsicht ist so gut, dass wir das alles sehen werden. Ja, die Brote sind geschmiert, es geht los. Ja, okay, die Handschuhe vergessen. Heute ist Handschuhwetter. Es ist ein bisschen eine Überraschung, das Wetter. Da hinten könnte es hell werden und ich glaube nicht, dass die Sonne rauskommt. Wir haben 9 Grad. Also die bekannte Zwiebeltechnik. Kennt ihr die Zwiebeltechnik? Und der Hemd. Dann habe ich so ein Wärmehemd an und eine ganz dünne Softshelljacke. Aber nachher, wenn wir da hochgehen, oben ist es immer kühler und der Wind gestern auf dem anderen Gipfel war schon richtig, richtig kalt. Jetzt hat er Handschuhe. Jetzt können wir los. Jetzt kommt er gleich angehopst, das zeige ich euch mal. Come on! Come on, auf geht's! Bis die Männer immer ihr Zeug gepackt haben. Oh. Dann kann ich halt. Und die Haare. Habe ich mitgenommen. Du bist so mies. Ich habe gesagt, geh nochmal über die Brücke. Jetzt macht er so einen Scheiß. Es geht schön durch den Herbstwald. Und innerhalb kurzer Zeit sind wir von da unten da hochgestiegen. Da unten steht der Camper. Da sieht man das prächtige Tal, durch das wir gestern runtergelaufen sind. Und dieses Örtchen. Wie froh, dass ich stehen bleiben kann. Bin echt außer Atem, weil wir haben heute vielleicht 1000 Höhenmeter zu gehen. Und mir kommt es vor, die Hälfte sind wir schon gestiegen. Es hat ein bisschen zu nieseln angefangen. Trotzdem haben wir die Klamotten ausgezogen. Haben jetzt nur noch ein T-Shirt an, weil es echt warm ist. Ich kämpfe. Irre anstrengend hier hoch den inneren Schweinehund besiegen. Heftig. Es regnet. Der Wind ist kühl. Es frischt ein bisschen auf. Wow. Ich finde die Farben so schön. Das leuchtet. Lucky steht da dazwischen. Wo du dich wieder rumtreibst. Und da hinten die schöne Aussicht mit den verhangenen Bergen, man sieht die so ein bisschen rausspickeln. Ja, da kommen wir her und es regnet und regnet und regnet. Und ganz da hinten ist der Gletscher in den Wolken. Jetzt wird es auch echt frisch. Ich denke, wenn wir hier über die Kuppe kommen, wird der Wind blasen. Jetzt ist hier nochmal die Senke mit diesen tollen Farben. Das ist herrlich. So, jetzt machen wir hier eine Rast. Haben wir so ein kleines Steinhäusle da gefunden. Und da sitzen wir gemütlich drin. Da winkt es mit dem Tüchle. Und da werden wir jetzt unser Brot essen, nehme ich mal an. Es hat aufgehört, es nieselt immer noch. Ich kriege eine Gänsehaut. Ich muss mir jetzt was anziehen. Und da hat es gerade Mods gedonnert. Ich glaube, da ist ein Stück vom Gletscher runtergebrochen.
gesprochen. Es hat so richtig ein tiefes Grollen, so wumm. Immer noch sehr nebelig. Es regnet nicht mehr ganz so stark. Wir sind jetzt von da unten hochgekommen bis hier. Und es geht noch weiter steil hoch. Sehr steil, bis auf dieses Joch. Total anstrengend. Große Tritte zu treten. Und so steil. Das war so anstrengend da hoch. Heftig. Jetzt sind wir hier. Hinter mir geht es hackisch runter. Ganz oben ist der Camper. Und es geht noch hier hoch. Ein Stück hoch. Der Wind weht. Es hat aufgehört zu regnen. Ich bin ziemlich K.O. heute. Irgendwie ist nichts. Bin ich nicht so fit. Aber wir sind schon 100 Meter höher wie gestern auf der Tour. Also nicht aufgeben. Da oben irgendwo ist das Gipfelkreuz, nicht mehr weit. Aber ich mag mich mehr. Es regnet. Ist gut. Ist ziemlich ausgestellt hier. Ich habe ein bisschen Muffe gekriegt. Ist heute, glaube ich, nicht so mein Tag für da oben. Jetzt gehen wir wieder runter. So, und da unten irgendwo stehen wir auf dem Parkplatz. Da. Da müssen wir wieder hin. Uiui. So schön neblig, was? Es hat aufgehört zu regnen. Das ist schön. Da hinten ist auch ein Gletscher, der kommt da runter. Und ich bin froh, dass wir wieder Bäume haben. Es ist irgendwie schöner mit Bäumen. Bäume geben Halt. Bäume geben Halt. Hinter Bäumen kann man pinkeln. Und die sind hier so schön bunt. Oh, ist das schön hier. Ja, ne? Das ist so toll hier. Diese Bäume, ich liebe sie. Die sind Lärchen. Die Lärchen, die schmeißen ihre Nadeln runter. Und das ist so schön rot. Da waren wir oben, in der baumlosen Zone. Fantastische Aussicht ins Tal hier. Alles rot und gelb. Da können wir mal stehen. Ist das schön bunt hier. Ja, wir gehen da runter. Da unten ist so ein großes Haus. Und dann laufen wir da hoch, wenn ich es richtig weiß. Vielleicht geht es auch den Weg da unten lang. Jedenfalls im Baumbereich. Und in alle Richtungen hängt der Nebel in den Bäumen. Kalt. Das Bäume wie ein Märchen. Der hier sieht doch aus, als ob er zwei Augen, einen Mund und eine Nase hätte. Und der da, der sieht auch irre aus. Da hängt lauter so Zeug dran. Irgendeine Flechte. So, wir sind gleich am Ende unserer Tour. Da unten hört man schon den Bach und sind gleich am Auto. Und dann gibt es Pfefferminztee und Marzipanbrote.